Hi Leute, so, heute kommt mal ein anderes Video und zwar ein Review-Video zu einem Produkt, welches ich mir wahrscheinlich aus eigenen Stücken gar nicht gekauft habe. Jedoch habe ich bei DM mitgefragt, mitgemacht und habe dann dieses Paket hier bekommen. Es sieht sehr riesig aus, wenn man jetzt überlegt, hier ist das Paket, damit muss ich nichts machen. Da war halt dieses Produkt drin. Aber da ist sehr viel Füllmaterial drin gewesen, dass das Produkt nicht beschädigt wird. Und da ist wirklich ein Pluspunkt an DM. Ihr habt Füllmaterial drin, die Produkte werden nicht beschädigt. Geil. Wobei dabei, ich weiß nicht, ob da viel beschädigt werden kann, es ist Plastik. Und ihr seht es schon, um was es sich handelt. In Dusch Body Milk von Nivea für trockene Haut. 400 Milliliter Inhalt. Ja, bis auf Nivea habe ich noch niemanden gesehen, der so etwas produziert. Und auf jeden Fall fange ich mal mit den Äußerlichkeiten an. Es ist weiß, wie man hier vorne sieht. Und es riecht halt typisch Nivea. Also wer den Nivea-Duft kennt, der weiß ja, wie dieses Produkt riecht, aber ich glaube, das sind alle Nivea-Produkte, die so riechen. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch keins gefunden, das anders gerochen hat, außer die Haarshampoos haben alle so eine kleine Unternote, aber okay. Ja, das ist halt diese Indusch Body Milk, von der ja wirklich viel, viel erzählt worden ist. Und zwar, ja, das man duscht sich mit Shampoo ganz normal. Und wenn man das halt das Shampoo abgeduscht hat, kann man dieses Produkt nehmen und sich auf dem Körper halt damit einreiben. Und ich muss sagen, es ist so ein Naja-Produkt für mich. Zum einen muss ich sagen, es ist praktisch. Es zieht schnell ein. Zum anderen muss ich aber auch sagen, es pflegt meine Haut mäßig, also gut bis mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Problemstellen an meinem Körper, da hilft gar nichts und da hilft das eigentlich, hilft auch dieses Produkt nicht. Und deshalb, wenn ich mir halt dieses Produkt für diese Stellen gekauft hätte, würde ich sagen, es ist ein Flop-Produkt. Ich habe es jetzt zugeschickt bekommen und von daher, ich habe es am ganzen Körper verwendet und alle anderen Stellen außer meine Problemzone haben sich tierisch gefreut, dass sie diese Pflege abbekommen haben. Deshalb würde ich schon sagen, es ist eigentlich ein Top-Produkt. Aber für das, wofür ich eigentlich eine Body Milk kaufen würde, ein Flop-Produkt. Also, wie gesagt, für trockene Haut ja, aber für extrem trockene Haut, bei der ihr vielleicht auch selbst noch keine Hilfe gefunden habt, das Produkt eher nicht, aber wenn es nur normale trockene Haut ist, so wie an den Ellbogen, wenn die mal ein bisschen trockener sind oder so, dann echt, echt gut. Also ich könnte davon eigentlich nur schwärmen. Es hat aber leider zwei negative Punkte. Zum einen, es ist schmierig, zum anderen, es zieht nicht ganz so schnell ein, wie es verspricht. Weil hier steht, bei der Anwendung, Punkt 4, abtrocknen und fertig. Sie können sich sofort anziehen. So. Ja und nein, ich könnte mich sofort anziehen, aber man hat anfangs immer noch so ein... Hängt es an meinen Klamotten oder hängt es nicht an den Klamotten Gefühl? Ich habe es einmal nicht gemacht, ich habe es einmal gemacht. Und danach habe ich halt entschieden, okay, ich kann mich doch ganz anziehen. Weil das erste Mal habe ich gedacht so, nee, das schmier ich an meine Klamotten, geht nicht. Danach habe ich mal gesagt, okay, ich versuch's mal. Es fühlt sich zwar noch eingecremt an und so. Hab mal geguckt, so ein T-Shirt, was bei mir halt gerne an eingecremter Haut hängt, angezogen. Und siehe da, es hat nicht gehangen. Also, es zieht doch relativ schnell ein, man hat aber trotzdem noch diesen pflegenden Creme... Gefühl, Dingens da. Also man hat wirklich ein Cremegefühl noch hier auf der Haut von dem Produkt. Und es ist jetzt nur hier oben ein bisschen was raus, weil ich es jetzt in den Wochen nur einmal pro Woche halt angewendet habe.
für meinen restlichen Körper reicht es, für meine Beine, ich könnte da, glaube ich, ich hätte da das Ding an 3 Tagen drauf schmieren können und dann hätte es geholfen. Aber naja, gut. Lassen wir mal meine Beine außen vor. Ansonsten muss ich wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich würde es mir selbst im Winter eher nachkaufen als im Sommer, muss ich sagen, weil ich ehrlich sein, im Winter ist meine Haut vom restlichen Körper trockener als im Sommer. Im Sommer benutze ich zwar keine Sonnencreme und ja, verteufelt mich dafür, aber ich creme halt, wenn dann, normal ein. Und ja, was soll ich da viel dazu sagen? Ich creme halt im Sommer meine Beine ein, den Rest nicht und das war's. Das Produkt habe ich jetzt nur benutzt, weil ich es halt testen wollte, durfte. Und ich werde es auch noch aufbrauchen und mir halt dann in dem Sommer nicht mehr nachkaufen. Aber wenn es wieder Winter wird und ich sage, meine Haut braucht mehr Pflege, auf jeden Fall. Vielleicht hole ich mir doch für den Sommer das für normale Haut, weil einfach dieses, ich gehe in die Dusche, mach mich fertig und ich komme sogar eingecremt aus der Dusche raus. Perfekt. Und zum Beispiel, was auch noch wirklich, das Video wird wieder ewig lang, was auch richtig, richtig gut ist. Davon habt ihr am Ende keine Cremehände. Ich mag es nicht, wenn ich dann zu Hause bin, in meinem Zimmer mich eincreme und dann habe ich so Creme an den Händen. So, ich habe immer so reichhaltige Creme, dass es als Handcreme nicht gleich verschwindet. Also habe ich immer ein Handtuch, wo ich die Creme abtrocknen kann. Also so abmachen kann. Bei dem Produkt, ich spüle es mir einfach halt mit beim Abduschen halt ab. Ich reibe dann auch noch ein bisschen das Produkt dabei in die Haut rein. Ich lasse nicht nur Wasser drüber laufen. Und das war wahrscheinlich auch am Anfang beim ersten Mal mein Fehler, warum ich gesagt habe, ich ziehe meine Klamotten nicht an. Weil ich da habe ich es einfach nur Wasser drüber laufen lassen und fertig. Und man könnte das Produkt auch nicht in der Dusche anwenden. Ob es dann jedoch seinen gewünschten Erfolg erzielt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Leute, ihr könnt es euch kaufen, wenn ihr es überlegt, wegen trockener Haut, kein Problem. Wenn ihr, wie gesagt, Problemkinder seid mit trockener Haut und noch nichts gefunden habt, dann versucht es trotzdem. Und ja, das war's dann und ich hoffe, ich bin beim nächsten Produkttest dabei. Ich habe es, glaube ich, geschafft, bin mir aber nicht sicher. Und dann, wenn ich es geschafft habe, könntet ihr nächsten Monat noch ein DM-Mitgefragt-Video von mir sehen. Wäre schön, wenn ihr mich abonniert. Und ja, auch wenn ihr wegen extrem trockener Haut Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Also dann, tschüss!